Hallo liebe Raubfischangler, euer Didi hier. Die Zandersaison ist gerade ein paar Tage alt und ich möchte euch heute in diesem zweiteiligen Tutorial zeigen, wo die Zander jetzt jagen, wo ihr erfolgreich sein könnt, einmal in Stillgewässer und in Fließgewässer. Und hier geht's jetzt los mit den besten Zanderplätzen, um die jagenden Zander zu fangen in den Stillgewässern. In meinem letzten Tutorial habe ich euch etwas über die Standplätze der Hechte erzählt, nämlich direkt nach der Schonzeit, wo man sie findet, wo die aktiven Hechte unterwegs sind. Gab natürlich auch wieder Kommentare nach dem Motto, die Fische stehen ja nicht, die Fische schwimmen. Naja, es heißt ja nun mal Standplätze und nicht Schwimmplätze. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute zwei wesentliche Sachen in puncto Zanderangeln nämlich vorstellen, nämlich seine Ruheplätze, dort wo die Zander sich ausruhen, wo man sie auch ganz, ganz schwer zu einem Anbiss überzeugen kann, und die sogenannten Fressplätze. Deswegen habe ich auch in diesem Tutorial es umschrieben, wo jagen die Zander. Nämlich die Fressplätze, dort wo die Zander regelmäßig vorbeischauen, um sich den Bauch vollzuschlagen, die werde ich euch heute kurz darstellen. Nämlich im Stillgewässer, im Kanal und im Fluss. Bevor ich mit den Stillgewässern anfange und euch da die sogenannten Fressplätze oder die Stellen zeigen, wo sie regelmäßig vorbeikommen, um uns zu jagen, ein paar Informationen vorab, die auch ganz wichtig sind, um den Fisch, nämlich den Zielfisch Zander, ein wenig einzuschätzen. Ihr müsst euch vorstellen, der Zander, der wird zwischen April und Juni, je nach Wassertemperatur, die muss so um 15 Grad sein, mit seiner Eiablage beginnen, wird dort entsprechende Laichmulden machen. Dort kommen die Eier rein. Schon nach wenigen Wochen, wenn die entsprechende Temperatur und alles stimmt, kommen die kleinen Larven. Die kleinen Larven, wenn viel Sauerstoff und das Wasser entsprechend warm ist und auch eine gewisse Trübung hat, werden schon zu kleinen Fressmaschinen und hauen sich schon als kleine Larve richtig die Bäuche voll. Die Zander selbst, die haben sich entsprechend in diesen Laichkuhlen natürlich auf die Brutpflege konzentriert und ist natürlich auch für uns als Angler sehr, sehr fair, dass wir die Zander in dieser Phase natürlich auch in Ruhe lassen. Deswegen auch die Schonzeiten, die sich in diesem Bereich auch befinden. Es kann manchmal sein, dass ein Frühjahr etwas kälter ist und deswegen noch die Zander durchaus noch Anfang Juni sich in den flacheren Bereichen aufhalten oder in den Bereichen, wo sie halt die Laichkuhlen gemacht haben und auch ihre Nestpflege betreiben. Aber in der Regel, sobald die Wassertemperatur weit über 15 Grad ist und auch draußen die Außentemperatur schön kuschelig und warm und wir schon öfter Tage mit 20, 25 Grad haben, wird alles wieder normal sein. Die Zander haben sich von ihren entsprechenden sogenannten Brutpflegeplätzen verlassen, haben diese verlassen, entfernt, gehen wieder auf Jagd, um sich selbst natürlich nach dieser anstrengenden Zeit wieder den Bauch vollzuschlagen. Die kleinen Larven sind mittlerweile zu richtigen Fressmaschinen geworden und hauen sie natürlich auch den Bauch voll. Für uns also ganz wichtig, wo schauen die Zander vorbei? Und jetzt im Stillgewässer, wenn wir also Seen, Talsperren und große Baggerseen haben, wo finde ich sie jetzt? Und das ist der erste Teil in diesem Beitrag. Die Zander, egal ob im Fluss oder im See, die mögen warmes Wasser. Und wenn das auch noch sauerstoffreich ist und vielleicht sogar noch eine gewisse Trübung hat, die dem Zander selbst natürlich jede Menge Vorteile bieten, um Beute zu machen, dann seid ihr an der richtigen Stelle. Gehen wir mal von einem ganz normalen, typischen Baggersee aus. Ein großer See, der vielleicht künstlich aus Menschenhand geschaffen gebaggert wurde. Diese Baggerseen haben häufig, ich mach mal einen Querschnitt, folgendes Aussehen. Das ist hier das Ufer, oft eine erste steile Kante, dann eine zweite Kante, dann geht es hier tief runter und dann geht es quasi wieder irgendwann auf derselben Seite wieder nach oben. Hier haben wir dann das Wasser. Manche Kanten sind etwas steiler, andere wiederum gehen etwas flacher rein. Das hängt je nach Baggerunternehmen ab, wie das entsprechend gebaggert wurde. Ich weiß, dass am Niederrhein die entsprechende Vorgehensweise oft eine andere ist als an anderen Gegenden, wenn nach Sand und Kies gebaggert wird. Aber gehen wir mal von diesem stufenförmigen Baggern aus. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Zander, wenn sie in solchen Baggerseen sind, natürlich das sauerstoffreiche Wasser lieben. Und wenn auch irgendwo aktiv gebaggert wird in so einem Baggersee, kommt natürlich auch noch der Trübungseffekt hinzu. Also dort, wo die Bagger mit ihren Saugrüsseln Kies und Sand herausbringen oder auch wo immer wieder mal frischer Sand, der schon lange Zeit woanders gesaugt wurde,
hingebracht wird. Auch da entsprechend wird das Wasser trübe sein. Solche trüben, teilweise richtig milchigen Stellen, die sind genau die richtigen, wo wir jetzt die Zander finden. A, kommt dort sehr viel Nahrung rein. Zum Zweiten findet sich natürlich auch unwahrscheinlich viel Futterfisch dort, die entsprechend dort Kleinigkeiten wie Larven, Würmer und ähnliches aus diesem Aufgewühlten herauspicken. Aber es werden natürlich auch die ein oder anderen kleinen Fische und Krebse kaputt gemacht, die dann wiederum Futter für größere Fische darstellen und die sind wiederum Futter für die Zander. Also wenn ihr so eine Ecke gefunden habt, wo ein Bagger noch tätig ist in so einem Baggersee, immer optimale Angelstellen. Ist ein Baggersee allerdings schon fertig und es wird dort nicht mehr aktiv gebaggert, dann sucht ihr euch bitte eine Stelle aus, wo ihr eine Kante habt, die auch wiederum Schatten bietet. Ihr werdet das oft in vielen von meinen Tutorials sehen, dass für mich der Schatten und gerade beim Zanderangeln besonders wichtig ist. Und vor allen Dingen, wenn ein Gewässer klar ist. Je klarer das Gewässer ist, desto wichtiger ist der Schatten. Und wo ihr den findet, das seht ihr hier. Das ist hier die Seite, gehen wir mal von aus, mit der Sonneneinstrahlung. Also von hier kommt jetzt die Sonne auf den Baggersee. Will heißen, dass wir in diesem Bereich jede Menge Schatten haben. Also die Fische, vor allen Dingen die aktiven Zander, werden den Schatten ausnutzen, werden tagsüber, wenn vor allem das Gewässer extrem klar ist, eher etwas tiefer stehen und kommen dann zum Jagen an die erste Kante und werden sich dann hier zum Abend hin an dieser allerletzten Uferbereichskante aufhalten. Aber auch tagsüber kann man hier, weil hier eben viel Schatten ist, mit Räubern rechnen, die hier regelmäßig sich aufhalten und auch immer wieder gerne den Köder nehmen. Diese Seite, wo also die Sonne jetzt hier voll drauf scheint, wird die Seite sein, wo sich das Wasser zwar schön aufwärmt, aber wo die Fische durchaus stehen können, aber eher im Bereich der Ruhephase sich aufhalten, weniger aktiv sind. Häufig allerdings in diesem Bereich, weil das Wasser dort wärmer ist, auch ihren Stoffwechsel dort ankurbeln. Also Fische, die gefressen haben, gehen in diese Ruhebereiche, lassen sich im warmen Wasser es dort richtig gut gehen. Oft sieht man auch, wenn man im Mittelwasser sich das einmal anschaut, man kann mit dem Boot fischen, sieht man an solchen Bereichen auch immer wieder große Fische im Mittelwasser einfach ganz normal stehen, lethargisch. Sie haben nichts anderes zu tun, als ihren Kreislauf anzukurbeln. Hier wird Verdauung vorgenommen. Die Fische sind schwierig an den Haken zu kriegen, weil sie schon gefressen haben und sich quasi im warmen Wasser es wohl gehen lassen, sich einfach fast leblos im Wasser bewegen, hin und wieder so ein kleines bisschen treiben lassen. Irgendwann, wenn sie wieder fressen wollen, gehen sie an ihre Fressplätze. Dieses hier zum Beispiel, wenn die Fische tagsüber fressen wollen, sind sogenannte Fressplätze, weil sie Schatten bilden und die Fische, die hier stehen, werden entweder an die zweite, an diese Kante gehen, um zu jagen. Kann aber auch sein, wenn es nicht ganz so tief ist, dass sie auch hier unten verweilen und auch hier fressen. Also Fressplatz und Ruheplatz. Fressplatz, Ruheplatz. In großen Stillgewässern findet man aber auch schattige Plätze auch woanders. Ganz besonders wichtig ist, wenn man solche Plätze gefunden hat, wie zum Beispiel Brücken, ist es oft so, dass vor allen Dingen an Talsperren, das sind auch die Ecken, wo auch ein Gewässer häufig schmal ist, nämlich am sogenannten schmalsten Teil einer Talsperre. Dort werden auch die Brücken gemacht und dort, wo die Brücken gebaut worden sind, wo auch dann Brückenpfeiler ins Wasser ragen, da werdet ihr auch sehr, sehr viel Strömung wiederfinden. Werdet jetzt sagen, hey, ist ein Stillgewässer, wie kann da Strömung vorkommen? Ja, ganz einfach, indem der Wind und die entsprechenden Unterströmungen eines Gewässers, auch ein Stillgewässer, hier durchgepresst werden, also quasi wie durch eine Spritze. Und dann kommen hier natürlich auch wiederum entsprechende Strömungsverhältnisse, die auch hier wiederum für Verwirbelungen sorgen. Diese wieder natürlich auch hier sich um die Brückenpfeiler abspielen. Und so kann zum Beispiel auch ein Brückenpfeiler selber nicht nur Schatten bilden, sondern natürlich auch, indem das hier eine schmale Stelle ist, auch entsprechend für Sauerstoffzufuhr. Das heißt, also das Wasser hat dort eine gewisse Strömung. Nicht selten ist es so, dass man zum Beispiel hier im ruhigen Bereich locker auf vielleicht 5, 6, 7, 8 Meter tief in einer Talsperre mit 10 Gramm jiggen kann. Hat prima den Bodenkontakt, alles easy. Und kaum kommt man dichter zur Brücke hin, dort wo irgendwie mehr Druck stattfindet, und schon braucht man 20, 25 Gramm, um in der gleichen Tiefe den Köder entsprechend zu präsentieren. Also ihr seht, dass durchaus ein Stillgewässer, in diesem Fall eine Talsperre, perfekt auch zu einem, wenn man die Stelle gefunden hat, zu einem kleinen Teil auch ein
Fließgewässer oder ein Gewässer mit einer gewissen Strömung sein kann. Strömung heißt in diesem Falle Sauerstoffzufuhr, ein wichtiger Faktor, und natürlich die Schattenbildung. Habt ihr so eine Stelle gefunden? Ganz besonders wichtig. Auf was ihr nur achten solltet, ist natürlich auch hier wiederum, von welcher Seite kommt die Sonne, wo habe ich den meisten Schatten, Einfluss von der Brücke, und natürlich, aus welcher Richtung kommt am häufigsten der Wind. Kommt er aus dieser Richtung, wird also auch hier viel mehr Wasser reingepresst und die Strömung läuft quasi so entlang. Kommt der Wind aus dieser Richtung, wird das genau umgekehrt stattfinden. Also auch das ist ganz wichtig, dass ihr das entsprechend auf dem Schirm habt. Aber wenn ihr auf dem Wasser selbst seid und den Köder ins Wasser schmeißt, werdet ihr recht schnell erfahren, in welche Richtung euer Köder geht, ob er nach links oder nach rechts geht. Und mit diesen Tipps findet ihr auch in der Talsperre jetzt eure Sommerzander. An Großgewässern wie diesen hier die Zander zu finden direkt nach der Schonzeit ist nicht ganz so einfach. Da muss man auf einige wichtige Punkte achten. Und eines der Punkte, die für mich ganz besonders wichtig sind, ist, wie steht der Wind? Denn ihr habt an vielen dieser Großgewässern oft Flachwasserzonen. Und diese Flachwasserzonen müssen nicht unbedingt voller Kraut und voller entsprechendem Schilf sein, sondern es ist wichtig, dass diese Flachwasserzonen sandig sind. Eine kleine Flachwasserzone, die sandig ist, wo der Wind regelmäßig draufsteht, an solchen Gewässerabschnitten verwirbelt sich auch das flache Wasser. Das Wasser wird dort etwas dunkler, etwas trüber, weil der Sand ganz einfach aufgewirbelt wird vom Wind, der dort drüber bläst. Und vor allen Dingen dann, wenn ein Gewässer im Prinzip recht klar ist und dann solche entsprechenden Verwirbelungen stattgefunden haben, meistens nach ein paar Tagen ordentlichem Wind, hat man die Tage danach, wenn man das mit einer Drohne sich anschauen würde, von oben eine richtig große, dunkle oder leicht dunkel gefärbte Zone. Und genau da jagen die Zander. Und wie das aussieht, da habe ich mal kurz etwas auf dem Whiteboard für euch vorbereitet. Und das ist so eine Flachwasserzone, die ich hier mal skizziert habe, von der ich gerade gesprochen habe. Ich meine damit nicht einen flachen Strand im Uferbereich, nein. Ich meine eigentlich ein Plateau mitten auf dem Wasser, wo es links und rechts zu allen Seiten hin tief abfällt und irgendwo obendrauf ist vielleicht so ein Plateau, das etwa die Größe hat eines Fußballfeldes oder ein bisschen kleiner und eigentlich eine ganz normale platte Ebene. Ab und zu findet man ein bisschen Gras oder Pflanzenbewuchs da drauf, sonst auch nicht. Das Wasser sollte nicht zu tief sein, zwischen 1 und maximal 3 Meter Tiefe ist optimal. Und vor allen Dingen dann, wenn dieser Flachwasserbereich sandig ist und über mehrere Tage hinweg der Wind dort über das große Wasser hinweg bläst, so wie hier in diesem Fall, und ihr habt dann genau diese Flachwasserzone, wo permanent großer Wind drüber pfeift, dann werdet ihr sehen, dass sich in dem Bereich schon hier entsprechend Druck aufbaut. Also, obwohl wir von einem Stillgewässer reden, werdet ihr hier Strömung bekommen, weil der Wind dazu sorgt. Der Wind sorgt für Verwirbelungen, er geht über diesen Flachwasserbereich drüber weg und macht vor allen Dingen diesen Flachwasserbereich, indem er den Sand aufwirbelt, Staub und ähnliches, was sich hier am Boden befindet und natürlich auch jede Menge Nahrung, der macht diesen Bereich trüb. Und hinter dieser ersten Kante, da werden die Zander stehen. Sie kommen aber immer wieder rauf auf das Plateau, um zu jagen. Auch wenn ihr auf diesem Plateau keine Fischanzeigen habt, ist es dennoch lohnenswert, hier regelmäßig vorbeizukommen, eine Drift rüber zu machen. Denn hier werdet ihr permanent jagende Zander wiederfinden, die in dem Bereich sich aufhalten. Deswegen auch, weil das Wasser überall tagsüber ziemlich klar ist. Und gerade im Sommer, wenn starker Lichteinfall kommt, mögen sie dieses klare Wasser nicht. Sie sind zwar dort am Fuße im Schatten des Berges, aber kommen zum Jagen dann durchaus auch am Tage hoch, wenn das Wasser trüb ist. Und das ist dann trüb, wenn viel Wind auf so ein Plateau kommt. Und dann stehen dort die Zander und dann habt ihr einen richtigen Hotspot. Es gibt auch Großgewässer, da habt ihr vielleicht keine Brücken, wo ihr die ein oder anderen Räuber findet. Oder vielleicht auch keine flache Zone, von der ich gerade gesprochen habe, wo entsprechend das Wasser durchgewirbelt wird und ihr eine deutlich trübere Ecke kriegt. Oder auch vielleicht habt ihr dort keine entsprechenden Abbruchkanten. Und ihr fischt vielleicht auch mehr im Mittelwasser und sucht irgendwo den ein oder anderen großen Zander im Freiwasser. Und wer dieses tut, auch dieses pelagische Angeln im Mittelwasser, irgendwo einen großen Räuber finden, der wird sicherlich schon die Erfahrung gemacht haben, dass es bestimmte Ecken gibt, wo er immer wieder in dieser Ecke des Sees
seine großen Fische antrifft und die anderen Ecken kurioserweise nicht ein einziger großer Fisch herkommt. Und woran liegt das? Das liegt vor allen Dingen an der Verteilung, nämlich gerade jetzt hier im Sommer sieht diese Verteilung der Wasserschichten nämlich folgendermaßen aus. Das ist die Deckschicht, dann kommt die sogenannte Sprungschicht, mit SP mal kurz abgekürzt, die Sprungschicht, und dann hat man hier die Tiefenschicht. Das sind so in etwa die Gradzahlen, wie das festgelegt ist. Also die Deckschicht, die hat so 20 Grad und plus, geht so bis etwa 17 Grad runter. Dieser Bereich wird als Deckschicht bezeichnet. Und dann hat man den Bereich so zwischen 11 und 8 Grad, das ist die Sprungschicht. Und dann, was alles unter 6 Grad und tiefer geht, ist die Tiefenschicht. Die Fische jetzt in den Sommermonaten halten sich vor allen Dingen die aktiven Zander in der Sprungschicht auf, also zwischen 11 und 8 Grad. Es macht also durchaus Sinn, auch trotzdem einmal mit einem ganz normalen Thermometer mal nachzuschauen, auch wenn ihr euch mitten auf dem See befindet, wo finde ich eigentlich so ungefähr so zwischen 10, 11, 12 Grad, wo werde ich da ungefähr sein? Und oft werdet ihr feststellen, dass genau an diesen Stellen, wo ihr nämlich dieses wiederfindet, dass ihr dort auch die Masse an großen aktiven Zandern und natürlich auch Hechten, aber hauptsächlich die großen Zander wiederfindet. Hier in der Deckschicht, im flacheren Bereich an der Oberfläche, wo es deutlich wärmer wird, werdet ihr zwar oft Fische sehen, aber meistens kleine Weißfische oder ganze Futterfischwolken, aber eben halt nicht die aktiv jagenden Zander. Also dementsprechend die Wassertemperatur, und wenn man weiß, wo man sich entsprechend aufhalten muss mit dem Köder, werdet man relativ schnell auch an Seen, wo man pelagisch auf Zander angelt, seine Hotspot finden. Ein Stillgewässer für dieses Tutorial habe ich noch vergessen. Neben Seen, Baggerseen und Talsperren gibt es noch den Kanal. Der Kanal ist so gesehen auch ein Stillgewässer, auch wenn er an manchen Tagen, wenn die Schleusen dort auf und zu gehen und ein Schiff nach dem anderen kommt, man den Eindruck bekommt, hier geht es um ein Fließgewässer. Nee, der Kanal ist ein Stillgewässer. Und da gibt es verschiedene Typen von Kanälen. Ihr habt Kanäle, die beidseitig eingespundet sind. Ihr habt Kanäle, die sind einseitig eingespundet. Die andere Seite hat wiederum eine Steinpackungslage. Und dann habt ihr welche mit zwei Steinpackungslagen. Gucken wir uns mal die Gewässer an, die Kanäle mit zwei Steinpackungslagen. Also wir haben hier an beiden Seiten, das ist jetzt eine Draufsicht, habt ihr jetzt hier Steinpackungslage Nummer 1. So, und hier kommt dann die zweite Steinpackungslage so drauf. Ich versuche das mal so ein bisschen kröselig darzustellen. Zwei Steinpackungslagen, und das zieht sich so über kilometerlange Entfernungen. Und wo finde ich jetzt die entsprechenden Fressplätze der Zander? Ihr werdet sehr schnell feststellen, dass es bestimmte Seiten der Kanäle gibt, wenn ihr beide Seiten nicht eingespundet, sondern mit Steinpackungslage habt, dass ihr einige Ecken habt mit viel vorgelagertem Kraut, also sehr dichtem Krautbewuchs, das auch durchaus etwas weiter reingeht. Und dann wiederum die andere Seite hat nur ganz, ganz kleine Fetzen an Kraut, wenn überhaupt. Diese Seite, wo viel Kraut ist, da fische ich tagsüber. Also hier fische ich dann mit dem Jig entlang, versuche in die Fahrrinne zu schmeißen oder parallel und fische hier entlang, so gut es geht, der Krautfelder. Hier würde ich zwar immer in den Krautfeldern hängen bleiben, aber wenn ich hier aus dem Tiefen ins Flache fische, kann ich immer noch den ein oder anderen Räuber hier abgreifen, der hier tagsüber vor den Krautfeldern entlang patrouilliert, um dort sich seinen Bauch vollzuschlagen. Fische ich am Abend oder in der Nacht mit Wobbler, suche ich mir die gegenüberliegende Seite aus, weil nämlich hier die Krautfetzen, die hier sind, auch keinen Sauerstoff produzieren. Kraut wird natürlich über Nacht eher Sauerstoff verbrauchen, deswegen ist diese Seite nicht so die optimale, sondern eher diese Seite für uns. Und es gibt natürlich auch keine Probleme, wenn ich jetzt hier mit einem flachlaufenden Wobblern schön dicht entlang der Steinpackungslage, nur wenige Meter vom Rand, den Wobbler langsam einleier. Ich bleibe auch gut, so gut es weht, gar nicht hier in den Krautfahnen hängen, weil gar keine Krautfahnen vorhanden sind. Also das ist was für den Abend, das ist was für den Tag. So würde das auf einem Kanal aussehen mit zwei Steinpackungslagen. So, und das ist jetzt ein weiterer Typ des Kanals, der am häufigsten wohl vorkommt, nämlich eine Seite ist eingespundet und die andere Seite hat Steinpackungslage. Sowas werdet ihr sehr häufig im Ruhrgebiet wiederfinden, diese typischen Kanäle, die sich über zig Kilometer durch das Land fressen. Und das sind die Kanäle, die auch besonders interessant sind für uns als Angler, denn sie bieten uns zwei Möglichkeiten. Nämlich die eine Möglichkeit an der Spundwand, vor allen Dingen dann, wenn ihr wisst, aus welcher Richtung quasi die Sonne kommt und die Spundwand entsprechend Schatten bildet. Also sucht euch immer die Ecken aus, wo die Spundwand euch Schatten bildet. Da werdet ihr tagsüber besonders gute Chancen auf Zander haben. Also die Spundwand bietet Schatten und da werdet ihr sehr viele Zander fangen.
Ihr werdet auch immer wieder feststellen, dass auch hier, wenn an der Steinpackungslage etwas abgehen soll, meistens der Abend und die Nacht besonders interessant ist, wie gerade schon erwähnt, wenn ihr mit dem Wobbler fischt. Aber tut euch einen Gefallen, geht da nicht an diese Bereiche, wo sehr viel Kraut vorgelagert ist, sondern sucht euch die Abschnitte aus, wo fast kein Kraut da ist. Es darf ruhig ein wenig Kraut, vielleicht ein paar hundert Meter links oder rechts sein. Häufig in der Nähe von Schleusen ist sehr viel Kraut anzutreffen und dann ein paar hundert Meter weiter weg kaum noch Kraut. Und das sind dann die Ecken, wo ihr wunderbar mit einem flach laufenden Wobbler her nachts eure Zander angeln könnt. Kommen wir jetzt zum dritten und letzten Typ vom Kanal, nämlich dort, wo beide Seiten eingespundet sind. Und Kanäle, die beidseitig eingespundet sind, die müssen verpflichtenderweise auch einen kleinen, regelmäßigen Durchbruch mit Steinen haben, nämlich dort, wo eventuell Tiere, die ins Wasser gefallen sind, wieder ihren Weg ans trockene Ufer finden können. Und wenn ihr solche Durchbrüche habt, das sind immer besonders gute Stellen, weil hier ist das Wasser etwas flacher. Hier vorne sind auch schon unter an der Spundwand schon etwas mehr Steine aufgeschüttet. Und hier sind perfekte Stellen, wo ihr immer wieder Zander antrifft. Am Abend mit dem Wobbler selbst hier lang gefischt, obwohl ihr dort eigentlich an der Spundwand immer direkt tiefes Wasser habt. Denn der Schnittpunkt eines Kanals sieht ja folgendermaßen aus. Ihr habt hier die Spundwandseite, wenn das die Spundwandseite ist hier. Dann läuft der Kanal gleich tief runter zur Fahrrinne und geht dann so langsam hoch, bis er hier an die Steinpackung kommt. So sieht das ja im Endeffekt aus. Habt ihr zweimal Spundwand, ist der Kanal quasi so. In diesem Falle habt ihr gar keine Möglichkeit, mit einem Wobbler irgendwo dicht an der Steinpackung zu fischen, außer ihr habt solche entsprechenden Stellen gefunden. Also das bietet sich am Abend mit einem Wobbler hervorragend an, hier dicht abzufischen. Ansonsten, wenn ihr direkt an der Spundwand seid und vor allen Dingen, wenn sehr viel Druck drauf ist, tagsüber, wenn die Schleusen auf sind und richtig viel Schiffsverkehr ist, habe ich das Gefühl sehr häufig, dass die großen Fische sich hier dicht in so eine Spundbohle reinschmiegen und die Strömung, die zieht links und rechts vorbei und alles, was ich an Futterfischen nicht so halten kann, weil viele Futterfische natürlich auch hier Gras und Algen abnagen an den entsprechenden Spundbohlen, die kommen hier vorbei und die Fische brauchen nur noch rauszugehen, die Zander, zack, packen sich ein Fischlein und ziehen sich wieder zurück, haben also möglichst wenig Energieverbrauch, weil sie dort in der Spundbohle drin sind und kommen raus zum Jagen. Also das wäre genau das Richtige, wenn ihr entsprechend Kanäle habt, wo beide Seiten eingespundet sind. An dieser Stelle noch zwei heiße Tipps für Kanalangler. Tipp Nummer 1, wenn ihr entlang von Spundwänden angelt, bitte nicht auf die Spundwände latschen. Denn jeder kleine Kieselstein unter euren Schuhen macht ein heißes Ping nach unten und das verdirbt den Zandern, die direkt unter der Spundwand in den Bohlen sitzen, den Appetit. Also ein bisschen auf dem Rasen laufen und dann seid ihr safe. Zweiter wichtiger Tipp ist vor allen Dingen, wann macht es Sinn, auf Zander im Kanal zu fischen? Erfahrungsgemäß sind die besten Tage in der Woche und vor allen Dingen auch noch der Donnerstag und der Freitag, vielleicht auch noch der Samstag. Oft ist der Sonntag und der Montag, auch noch der Dienstag, eher die schlechteren Tage. Warum? Je mehr Schifffahrt ist, umso mehr Verwirbelung gibt es im Kanal. Je mehr Verwirbelung, desto trüber das Wasser. Und vor allen Dingen, je aktiver sind die Zander, weil viel Sauerstoff reinkommt. Und vor allen Dingen ist es viel leichter für sie, Nahrung zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, am Sonntag irgendwann um 12 Uhr, 1 Uhr, zack, Schleusenwärter gehen nach Hause, das Wasser wird klarer. Und alles setzt sich ab, bis am Montag früh das erste Schiff wieder vorbeikommt und alles wieder schön trüb macht. Das dauert halt ein bisschen. Und genau aus diesem Grund sind mittwochs, donnerstags und freitags und auch noch der Samstag ideale Tage, um am Kanal erfolgreich Zander zu fischen. Das war's mit dem Tutorial, wo jagen Zander, und zwar im Stillgewässer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Daumen hoch, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Und natürlich eure Kommentare, wie immer. Und ihr dürft gespannt sein auf den zweiten Teil, nämlich wo jagen Zander im Fließgewässer. Viel Spaß dabei und bis dahin, tschüss, euer Didi.